Julina, das ist ihre Welt im Internet. Das ist sie im wirklichen Leben mit ihrer heißgeliebten großen Schwester und mit der ganzen Familie. Dreh- und Angelpunkt von Julinas Welt ist hier in Pretzenheim an der Nahe, wo die Familie ein kleines Häuschen hat. Liebe Martina. Hallo. Und der Papa hat sich auch Zeit genommen. Ja. Hallo. Ja, und da ist ja noch mal eine Welt. Ja, das ist unsere Welt von früher, wo mit viel Reisen, Tauchen, unterwegs sein. Aha. Jetzt sind die Töchter. Unsere Welt. Bestimmt. Genau. Wo sind die beiden? Die Jolina ist im Kindergarten und die Luisa ist in der Schule. Aha. Ist ganz gut. Können wir vielleicht ein bisschen in Ruhe in Jolinas Welt surfen. Das ist auch für mich was Neues, dass ich die Heldin von dem Film schon vorher kennengelernt habe durch diese Internetseite. Ne? Als die Jolina zur Welt kam mit Down-Syndrom, habe ich natürlich händeringend nach Informationen gesucht. Aha. Hatten Sie es vorher gewusst, dass sie die Behinderung haben wird? Jein, ich habe es für mich geahnt, aber es hat mir kein Arzt bestätigt. Sie sind keine ganz junge Mama? Nein. Also gab es schon auch diese Überlegung? Genau, ich bin ja eigentlich der Klassiker. So wie man sagt, die älteren Mütter bekommen Kinder mit Down-Syndrom. Ich kenne ja auch den Unterschied, wie es war, als die Große auf die Welt kam, 3 Jahre vorher. Da war da hinterher, dann war ja auch ein Kaiserschnitt, fröhliches Geplapper bei den Ärzten und da war Schweigen. Mhm. Wie ging es Ihnen beiden als Eltern in dem Moment? Das war schon halt ein Schock. Ja. Ein Schock. Ja. Mhm. Man muss sich wirklich mit dem Gedanken anfreunden. Ja. Ja. Das ging aber recht schnell. Bei mir, glaube ich, sogar schneller wie bei ihr. Ja. Ja, das war auf jeden Fall. Ich hab ihn bewundert, mit welcher Gelassenheit er damit umging. Also ich meine, ich habe nicht da gesessen und habe geweint oder so. Aber ich war irgendwie, es war so eine Art Leere in mir auch. Ja. Diese Leere hat sie bald gefüllt mit Geschichten aus Jolinas Welt. Die Mama stellt Filmchen und Bilder ins Netz, ist Sprachrohr ihrer Jüngsten. Schöner Nebeneffekt, es entstanden Freundschaften zu anderen vom Down-Syndrom Betroffenen. Inzwischen hat Jolina schon eine kleine Fangemeinde im Internet. Viele denken, sie wüssten fast alles über uns. Das ist aber nicht so. Ich wähle schon ganz gezielt aus, was ich zeige, was ich präsentieren möchte. Und ich möchte halt die Normalität in einer Familie zeigen, in dem ein besonderes Kind ist. Das besondere Kind geht in einen besonderen Kindergarten. Einen, in dem Behinderte und Nichtbehinderte zusammen sind. Die Suche danach war auch Thema auf Jolinas Website. Guck mal da, das ist der Peter. Das ist ein Kameramann, der macht Fotos von dir wie die Mama. Nein. Ne? Nein, darf der das? Nein. Nein, nein. Jolina hat unseren Kameramann dann doch ins Herz geschlossen. Und wie? Ja, genau, ach klasse. Da packe ich alles rein, was ich jetzt bei dir gekauft habe. Große Freude, der Kaufladen. Ein Geschenk für Sie und Ihre Schwester Luisa. Hallo Luisa. Ja, hört. Wer kommt denn da? Isa. Komm, die Luisa. Kannst du der Jolina auch ein bisschen helfen? Also wenn ihr Bücher anguckt oder so. Ja. Was machst du da? Da liest er zum Beispiel vor oder so. Das Down-Syndrom ist mit einer geistigen Behinderung halt verbunden. Ich glaube, Sie hören den Begriff gar nicht so gern. Ich hatte schon Arzttermine und da sagte eine Ärztin, ja, und sie ist ja geistig behindert. Und das hat sie ein paar Mal hintereinander gesagt. Das ist jedes Mal so wie so ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Man zuckt dann immer so ein bisschen zusammen. Eine Behinderung hat sie natürlich. Sie hat ja auch ihren Behindertenausweis. Da hat man es schwarz auf weiß. Ein paar Schritte vom Reihenhäuschen weg, Felder, Weinberge, Natur. Alle vier sind gern draußen. Jolina wird ihr Leben lang ein bisschen mehr elterliche Fürsorge brauchen. Ist das auch ein Gedanke, der euch beschäftigt? Ja, sowas hat man auch im Hinterkopf. Also da denkt man schon, als er auf die Welt gekommen ist, habe ich schon gesagt, was ein Glück, wir haben eine Einlieger unten im Haus, die ist jetzt vermietet. Da könnte ja später die Jolina mal wohnen. Vielleicht pfeift sie uns aber auch was und sagt, oh, nee, ich wohne doch nicht bei Mama und Papa. Aber man macht sich schon auch Gedanken und schiebt auch manches weit von sich weg. Unser kleiner Ausflug landet natürlich auch in Jolinas Welt. Ah. Ja, jetzt sind wir also drin. Genau. Es ist mir eine Ehre. Papa kümmert sich gerade um die beiden Töchter. Die Mama muss jetzt das Lebensmotto abliefern. Ich habe es von einer anderen Mama ein bisschen übernommen. Und zwar ist das... eigentlich dachte ich, ich bringe meinem Kind etwas über die Welt bei und jetzt bringe ich der Welt etwas über mein Kind bei.